Freunde, es ist gerade 3.37 Uhr und wir haben gerade einen Urlaub gebucht, wo wir sehr viel oberkörperfrei rumlaufen werden. Und ja, ich bin nicht so ganz zufrieden mit meiner Form. Schaut euch das an. Da will ich jetzt mal wirklich so wie so Opa stehen. Danke, das hat gerade gegessen. Ja, aber es ist schon wirklich gerade extrem, ne? Viele haben auch schon kommentiert, ich bin etwas dicker geworden. Tatsächlich war, schau auf mein Gesicht. Mal so scheu aus. Ich habe mir mal ein bisschen Fett zugelegt. Ich war ja eigentlich immer viel zu lauchig. Deswegen habe ich mir jetzt so gesagt, komm, jetzt esse ich mal ein bisschen was an, ein bisschen Fett aufbauen. Jetzt werde ich krass werden. Ich werde jetzt jeden Tag trainieren. Ich werde jetzt jeden Tag komplett durchziehen. Ich will jetzt eine fette Transformation machen. Ich habe Bock. Ich weiß nicht, was passieren wird. Ich werde jetzt 60 Tage jeden Tag trainieren. Es ist so ein Ding, was man um 3 Uhr nachts sagt und er wahrscheinlich durchzieht. Aber ich ziehe das durch, Leute. So, ihr zwingt mich dazu jetzt und wir füllen das alles mit. Ich glaube, es wird auf jeden Fall sehr wild werden. Und da bin ich mal gespannt, wie das denn nach 60 Tagen aussehen wird. Ob ich dann mein Sixpack habe, ob ich dann breit gebaut bin. Dann mache ich jetzt erstmal ein Foto vorher und dann gucken wir nach 60 Tagen, wie das nachher aussieht. Ich weiß nicht. Mein aktuelles Gewicht lag bei 95,4. Das ist nicht übergewichtig, aber ist schon ein bisschen an der Grenze. Und ich will auf jeden Fall runter davon. Ich war todesmotiviert, denn in 2 Monaten steht eine fette Reise nach Bali an. Das ist außerdem schon das nächste Video nächste Woche, also schaltet auf jeden Fall ein. Außerdem fettes, fettes Danke. Vor 6 Tagen haben wir jeden Kauf in ganz Deutschland mit Hey Gum beliefert. Und wir sind jetzt schon wieder fast ausverkauft, das ist so krank. Es tut mir wieder leid für jeden, der keinen bekommen hat. Manchen Kaufempfehlungen sollten noch welche sein. Wie gesagt, ihr müsst schnell sein. So, meine Freunde, so sieht das aus, wenn man auf die Schnelle sich ein kleines Fitnessstudio mal hier gebaut hat. Ich habe mir hier eine Hantelbank geholt, dann hier noch so ein paar Hanteln, diese wunderschöne Matte hier. Und hier wird es jetzt die nächsten 60 Tage rund gehen drauf. Außerdem habe ich hier noch einige zum Fitness-Sachen, ich habe keine Ahnung davon. Ich habe mir einfach alles bestellt, was man bestellen kann, damit man krass wird. Hoffentlich. 60 Tage ab jetzt, es gibt kein Zurück mehr. Ich werde jetzt krass. Nicht nur habe ich jeden Tag trainiert, sondern auch meine Ernährung umgestellt. Die Challenge ist außerdem, dass ich das Ganze nur mit einer Fitness-App schaffen will, die mich 60 Tage lang begleitet. Kein Trainer, alles zu Hause, es wird nie ins Fitnessstudio gehen. Mal schauen, ob man das schaffen kann. Moritz macht da sein geiles Workout, Leute. Das macht er jetzt schon seit 4 Jahren. Ich bin K.O. Guck mal, ich mache ein paar Hampelmänner, guckt mich an. Am Anfang konnte ich wirklich noch gar nichts. Also ich konnte diese 30 Sekunden Plank, bin ich immer fast gestorben bei. Go, 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 Mo. Noch 20. Los, noch 20. Nur noch 20. Hey, warum 60 Tage lang ist die Scheiße, ne? Ich habe mir eine App runtergeladen, mit der ich einfach so ganz normale, einfache Übungen machen konnte. Selbst da bin ich dann schon an meine Grenzen gekommen. Ihr müsst euch überlegen, ich habe die letzten 2 Jahre nur vom PC gesessen und nur geschnitten. Außerdem habe ich mir noch gesagt, ich werde jeden Tag kalt duschen gehen. Einfach nur so als kleinen extra Abfuck. Duschen, da habe ich mega Bock drauf, das jetzt für 30 Tage zu machen. Bist du bescheuert? Achso, warte. Ist komplett vergessen, dass du Ab Tag 3 habe ich dann angefangen, auch Gewichte zu nutzen. Wahrscheinlich mache ich die Haltung komplett falsch, aber es hat mir wirklich viel gebracht. Hier habe ich dann angefangen mit Krafttraining und Leute, das sieht einfach nur lächerlich aus. Wahrscheinlich jeder Trainer wird sich wahrscheinlich gerade über meine Haltung lustig machen. Und wie ihr seht, hat es mir wirklich extrem schwer gefallen. Ich bin da wirklich gestorben. Und als ich das erste Mal das abgeschlossen habe, ist mir wirklich schwarz vor Augen geworden, weil ich wirklich dachte, oh mein Gott, das hat jetzt gerade eine ganze Kraft geraubt und ich war auch für den ganzen Tag K.O. da. Aber ich habe geschlafen wie ein Baby an dem Abend. Ich habe dann einen Tag Pause gemacht und am nächsten Tag dann direkt wieder komplett durchgezogen mit dem Krafttraining. Aber ich musste mir noch irgendwas überlegen für die Pausen, weil da wollte ich nicht einfach nichts machen. Ich habe jetzt auch noch spontan entschieden, jeden Tag laufen zu gehen. Ich glaube, sonst schaffe ich das echt nicht in 60 Tagen. Es ist einfach zu viel Fett. Zu viel Fett, was verbrannt werden muss. Ich bin ehrlich, ich hasse Joggen über alles. Es war schon ein bisschen cool, mit den ganzen anderen Leuten rumzujoggen und so richtig einen auf normalen Menschen zu machen. Das ganze Team ist am Start. Das ist das Hate-Team. Aber Flash hat's mega gefallen. Ich hab dich so unterstützt. Das Ding ist so viel schneller als ich und ich werde doch richtig abkacken. Es ist verkarnevoll, ich bin verkadert, aber es muss sein, Mann. Kurz unterbrechen für eine Mega-News, denn ich bin wieder im Fernsehen zu sehen. Oh ja. Und zwar bin ich nämlich wieder bei der neuen Staffel Spotlight mit dabei. Seit Montag läuft nämlich die 6. Staffel Spotlight im Fernsehen. Und zwar immer von Montag bis Freitag um 19.40 Uhr gibt es eine neue Folge. Im Fernsehen wird das Ganze nur einmal ausgestrahlt, aber ihr könnt das Ganze auch auf Paramount Plus alles anschauen. Ich bin in der 2. Folge dabei, also checkt es auf jeden Fall ab. Und da ist wieder alles natürlich komplett eskaliert. Die Staffel ist wieder mega cool geworden, also es ist eine fette Empfehlung. Schaut auf jeden Fall vorbei. Und jetzt geht's weiter im Video. Der mega Nachteil, was ich gemerkt habe am jeden Tag trainieren, ist, dass man an den dümmsten Tagen trainiert. Hier zum Beispiel am Valentinstag. Da liegen die ganzen Rosen noch neben mir. Und so, Mann. Gut.
Dann waren wir noch in den Malediven und da musste ich dann auch die ganze Zeit durchziehen. Wir sind hier in den Malediven und auch hier darf das Fitness-Training leider nicht ausbleiben. Genau jetzt sind wir natürlich in den 60 Tagen hier auf den Malediven. Aber egal, wir ziehen Sport weiter durch. Und hier haben wir einige Gewichte. Gib mir mal. Megane. Das ist ja der Megane. Tag 2 in den Malediven und was müssen wir schon wieder machen? Ins Gym gehen, in den Sport rein. Ich will doch nur eine Kokosnuss trinken am Wasser und jetzt sind wir wieder hier. Ich will nicht mehr, ich kann nicht mehr. Ich halte das alles nicht mehr aus. Pilze, Salat und Reis. Ich hab das hier alles ein bisschen. Diese 2 Tage habe ich nur mein Gesicht aufgenommen und es sieht einfach aus, als ob ich beim Kacken bin. Also es tut mir leid, Leute. Das ist wirklich Quatsch. Es ist nicht das, wonach es aussieht. Ich gebe auf. Außerdem bin ich dann wegen was geschäftlich nach München gefahren. Dann musste ich dann in so einem kleinen Mini-Hotelzimmer da auch durchziehen. Es gab keine Pausen bei mir. Ich habe das wirklich komplett ernst genommen. Noch 15 Tage, Freunde. Jetzt wieder mal richtig, richtig durchgezogen. Ich habe dann auch die Gewichte erhöht. Ich war wirklich einfach nur mega motiviert. Von 5 Kilo auf 8 Kilo gegangen. Ist es immer noch nicht viel, ich weiß, aber guckt euch diese Lauch auch mal an. Müsst euch mal Johannes anschauen, was passiert, wenn der versucht, das hochzuheben. Hier mal kurz Ausschnitt. Ich habe dann über die Zeit immer mehr übertrieben und wenn die App gesagt hat, dass ich 6 Mal machen soll, habe ich 12 Mal gemacht. Ich habe dann immer mehr gemacht, habe immer gesagt, das ist mir zu einfach, habe immer mehr durchgezogen, habe immer mehr geschafft und war richtig motiviert. Oh Gott, ich nicht zusammen, das ist ja geisteskrank. Alles für Sixpack. Oh Mann, es ist noch nicht da. Freunde, Tag 45 und so hat mir jetzt so ein Stirnband geliehen, weil die ganze Zeit meine Haare in die Fresse fliegen. Ich komme nicht mehr zum Friseur, ich bin zu viel am Trainieren, Freunde. Sieht aber echt ganz cool aus. Ich würde sagen, es geht weiter. Mittlerweile haben wir den ersten Monat auch schon lange überschritten und es ging richtig rund. Die guten alten Po-Rücken. Meine Lieblingsübung, die Po-Rücken. Oder der Beinspreizer, auch ganz gefährlich. Digga, wer denkt sich diese Namen aus? Einmal so einfach und obwohl ich so müde war, bin ich gerade so am Start. Ich habe so Bock. Das habe ich am Anfang, bin ich da gestorben. Mal gucken, ob ich am Ende immer noch so lache. Ah! Hey, das geht auf einmal so einfach und obwohl ich so müde war. Ah! Okay, ich bin tot. Egal, es lohnt sich. Tschüss. Noch 3 Tage, dann geht's endlich los zum finalen Wiegen. Ich habe diesen kompletten Monat jeden Tag durchgezogen. Es ist einfach nur krank. Weiter geht's. Aber es gab auch wirklich Tage, wo ich dann wirklich komplett am Arsch war und wirklich gar keinen Bock auf irgendein scheiß Training hatte. Aber meistens waren die Tage dann wirklich die krassesten Trainingstage, wo ich dann am Ende komplett motiviert war. Aber diese App ging mir irgendwann richtig auf den Sack. 20 Minuten für dieses eine Workout gebraucht. Alter. Und es ist echt, ich war so schlecht. Oh mein Gott. Heute fühle ich mich super, super schlecht. Hast du Luft in der S-Bahn? Es ist das finale Training. Oh Gott, was war das denn? Der letzte Tag, Freunde. Die andere Bank wieder nach auf den Sperrmüll geworfen. Letzter Tag trainieren und dann sind 60 Tage um. Ich muss nicht mehr kalt duschen. Ich werde mir erstmal ganz lange kein Chicken mehr essen und kein Reis. Diese komischen Pillen werde ich mir nicht mehr reinziehen. Und jetzt würde ich sagen, geht's los. Das finale Training. Uhr, in einer Minute kann ich endlich wieder machen, was ich will. Und. Komm schon. Ja! Jetzt einen Burger fressen. Die Fitnesszeit ist vorbei. Morgen früh werde ich euch das Ergebnis zeigen. Und dann machen wir die Bilder. Ich bin wirklich gespannt, was sich da geändert hat. 60 Tage sind um, meine Freunde. Jetzt ist die Frage, was hat sich bei mir geändert? Na, 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 na. Gar nichts. Spaß. Hey, jetzt ist jetzt so aufgerissen. Tja, ich würde sagen, das ist das Ergebnis nach 60 Tagen, jeden Tag trainieren, joggen, kalt duschen, relativ normal essen. Ich würde sagen, das konnte sich auch eigentlich ganz sehen lassen. Ich würde sagen, jetzt kommen die Nachherbilder. Alter, wenn ich mir die Bilder vom Anfang angucke, denke ich mir einfach nur, was? Warum sehe ich da aus wie ein Rentner? Und hier ist das erste Ergebnis. Ich finde es einfach nur krass, diesen Vergleich gerade anzugucken. Man sieht einfach, es ist so viel definierter, so viel Fett verdeckt, so viel mehr Muskeln. Das ist so krass, was einfach in 60 Tagen möglich ist. Aber man muss sagen, das war wirklich schon wirklich sehr, sehr, sehr viel Arbeit.
bin jetzt kein Bodybuilder oder so, ne? Aber was mich jetzt krass interessieren würde, ist, wie viel wiege ich? Angefangen habe ich mit 95 Kilo, ein bisschen über 95 Kilo. Jetzt sind wir bei... What? 88? Was? 88, 8? 7 Kilo, gut 2 Monate, ne? Ist jetzt nicht so viel, aber... Ja, das ist ultra viel. Ist das viel? Ja. Hä, what the fuck, das hätte ich jetzt auch gar nicht. Ich hab noch Sagen in meinem Bauch, auch ein bisschen was weg. Also wenn ich jetzt raussteige, muss ich das. Also besser auf jeden Fall als letzte Mal. Ich habe auf jeden Fall mein Gesicht auch deutlich abgenommen. Es war geisteskrank. Ich habe mal auf der App geschaut, ein Tagebuch geführt. Am Anfang sah das Gesicht und alles so aus und jetzt sieht es so aus. Das ist schon wirklich krass, der Unterschied. Also ich bin auf jeden Fall hyped. Ich werde wahrscheinlich das jetzt so nicht weitermachen, weil, Leute, ich kann das jetzt nicht so weiterführen. Ich habe da wirklich keinen Bock drauf, das jeden Tag zu machen. Aber ich werde das auf jeden Fall hin und wieder mal machen. Und vielleicht werde ich ja bald dann die Muskelmaschine des Jahrhunderts sein. Das geht schneller als der Blitz, viel größer als gedacht. Denn mit 130 Klicks dachte nie.